Leute. Ihr wart ja beim ersten Teil dabei. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt gut. Ich versuche so gut wie möglich. Das liegt einfach an diesem Ding. Z. Aber ich werde es mir gleich noch machen. So. Ja, wir waren hier bei den Typen. Letztes Mal habe ich ja jede Menge gelabert. Irgendwas gemacht, aber nichts wirklich. Ja. Wir sind immer noch hier bei dem Sucht im Osten und nach Hinweisen. Wegen der Seuche hier. Wegen der Seuche unterwegs. Ups, Alter. Ja. Und gucken wir mal, was da abgeht, ne? Fertigkeiten. Ach, Leute. Ist schon alles ganz gut hier. Den feier ich nicht. Ich weiß nicht, was ich hier. Verbrennung. Ja, sicher. Den können wir noch machen. Den habe ich ja noch gar nicht gehabt hier, Verbrennung. Okay, dann ballern wir da den Punkt rein. Das sind übrigens die Attacken hier. Gibt da immer noch nicht so einen richtigen Plan von. Vielleicht lesen wir es da durch. Aber manche Dinge weiß ich nicht. Oder, ne, hab ich einen Rang? Ne, ich hab gar keinen Rang. Doch. Stimmt, weil ich einen Rang höher bin, das hier. Kann ich das wahrscheinlich. Hört den Schaden von Verbrennung vergiften als Statuseffekt von 50. Ja, vergiften. Aber. Hier haben wir Kralle, Rüstung, den Sprung. Die Schneide ist auch volle Pulle. Gut. Zum Heilen mehr oder weniger. Ja, die weiß ich nicht, mit Rüstung. Steinriese habe ich drin. Das sind halt die Attacken. Hier kann man nochmal ein bisschen hochballern. Der ist schon geil. Der Schlag, der ist alle schon auch. Ich kann das ab nächsten Rang machen. Schwere Rüstung. Habe ich auch alles voll. Beziehungsweise kann ich nicht mehr, weil ich ein Level. Und hier muss ich Seemagie lernen. Um das zu benutzen. Ah, der ballert richtig rein. 9300 Magieschaden. Der knallt, Leute. Na, dazu muss ich das erstmal lernen. Ja, Frostresistenz. Ja, scheinbar die ultimative Kraft. Also erst bei Abrang 20. Ist er. Das wäre nämlich gut gewesen. Schmiedekunst. Jetzt haben wir Schmiedekunst endlich. Schmiedehandwerk, das hätte ich auch mal machen können. Ich bin halt jetzt nur Abrang 5, weil ich Schmiedekunst das ist da. Er findet Erz viel leichter, wenn es 20 Meter oder weniger entfernt ist. Okay. Ja gut. Aber dann haben wir jetzt erstmal alles. Ja, ich fange schon wieder an wie letzte Mal, ne? Aber. Alles Judy. Alles Tudi. Alles Judy. Alles Judy. Oder was? Ja. Genau. Das haben wir alles. Check. Tütenlabern. Habt ihr meinen verdammten Lehrling gesehen? Der Junge ist heute später dran als sonst. Bei meinem Glück ist er los und hat sich die Seuche. Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich habe ihm die Peitsche spüren lassen, weil er unsere Lieferungen durcheinander gebracht hat. Wahrscheinlich schmollt er jetzt. Ja, irgendwo. Habt ihr in der Kiste und deswegen habt ihr jetzt die Seuche. Haben wir doch schon den Fall gelöst, Alter. Sie sind auf der anderen Seite der Hütte aufgestapelt. Ein paar verdammte Gören haben sie nachts aufgebrochen. Haben alles aus ihnen gestohlen und sind danach. Deswegen ist auch die Seuche unterwegs, du Spast. Meine Fresse, ey. Küntel. Da kommen wieder die Wachen angelaufen. Im letzten Teil. Aber ich habe ja noch meinen Dings. So, da wir hier. Da sind wir hin. Kisten gucken wahrscheinlich, wie der gesagt hat.
1942. Ausreichend verdünnt wird. Unser Ziel benötigen wir von einem Lexier. Mehr Kisten auf dem Weg. Okay. Ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nichts angehen. Außenseiter. Ja, die Prostituierte. Kinderfreundlich hier. Entschuldigung. Prostituiert oder so. Zum Typen da wieder. Ich bin mehr am Rennen und am Laufen als alles andere. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt einigermaßen besser verstehen. Ich habe das ein bisschen leiser gemacht. Mikro fühlt in meinen Mund gesteckt. Oh, ne? Hat er gesagt. Ihr seid zurück. Ich hoffe, ihr seid hier, um mir zu sagen... Wie bitte? Notizen? Oh, ein Tagebuch? Angegriffen? Nicht so schnell, bitte. Ich habe noch nie von Vox gehört. Und der Gedanke daran, dass jemand die Lodos-Seuche nach Narsis schmuggeln könnte, jagt mir gewaltige Angst ein. Aber wo sind die Vermissten? Weiß ich nicht. Diese Neuigkeiten sind sehr beunruhigend. Ich weiß weder ein noch aus. Die Leute lösen sich scheinbar in Luft auf und irgendjemand hat eine Seuche nach Narsis gebracht. Ich muss die Stadt abriegeln. Niemand kommt rein oder raus. Ich lasse mich zu, dass noch mehr verschwinden. Werdet ihr eine Mission weitere Aufgabe für uns übernehmen, dass ihr kommen und gehen könnt? Um diese Mission zu erleichtern, sprecht mit Giron Sadri. Er ist oben. Er muss wissen, was ihr entdeckt tut habt. Alles, tut alles, worum er euch bittet. Ich muss mit den Wachen sprechen und die Abriegelung von Narsis vorbereiten. Oh, mein Nacken, ey. Nackenschmerzen, ja, ich spreche mit dir. Ungebetene Gäste. Was direkt war da hier? Ist der jetzt überhaupt hier oben? Ja, der ist hier oben. Also muss erst halb Narsis verschwinden und eine Seuche die Stadt bedrohen, ehe Ralden zur Vernunft kommt. Und es braucht einen Außenseiter, damit er es begreift. Vielleicht ist mein Freund gar nicht mehr in der Lage, uns anzuführen. Natürlich hat er das. Ralden hat schon seit Jahren keine eigene Entscheidung mehr getroffen. Wenigstens tut er jetzt endlich das Richtige. Was euch angeht, die Leidgeborenen sind offensichtlich Teil dieser Sache. Das könnte ein Blinder sehen. Wenn die Stadt abgeriegelt ist, werden alle Wachen beschäftigt sein. Ihr hingegen seid frei von solchen Pflichten. Ich schlage vor, ihr nehmt euch ihre Lage am See vor. Haltet nach allem Ausschau, dass uns etwas über die Lodos-Seuche verraten könnte. Kriegen. Ey, wir kriegen. War doch schon Level 18. Nee. Nee, ich bin immer fast 19. Wenn man gerade ein Level aufsteht. Magica, dann kann man mal. Oh, wenn es soweit ist. Ich bin schon wieder hier. Ach ja, er hat mir das Ding gegeben, stimmt. Ha! So, denn hier. 1096. Jawohl, Alter. 1096, Alter. Ich hab 2248, 1262. Ja, ganz toll, Alter. Das kloppen. Ist das Ding wert? 23. Yippie. Okay, so langsam kann ich mich an die Rüstung gewöhnen, ja. Fand die ein bisschen zu eng, würde ich sagen. War zu langsam? Ja, doch. Ja, doch. Mal machen, komm mal. So. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir kommen.
Jetzt gucken wir mal, was der will hier. Wo wir, ah, okay, da sind wir hin. Sucht bei den Waldbewohnern nach Hinweisen. Da rein und gucken mal, was da los ist. Wie soll? Schaut nicht weg. Check, 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 check. Oh, was war? Da. Okay, okay. Das Gebiet rein und dann gucken wir mal, was da so los ist. Sucht bei den Leitgeborenen nach Hinweis. Die Leitgeborenen. Leitgeborenen, okay. Dann gehen wir da hoch, würde ich sagen. Erstmal. Dann können wir direkt in rechts rein. Ist ja schlimmer als... Ja. Roll da sie weg. Aber... Ist sie nun oder was? Eichenheilstab der Flamme. Verticken. Mittel. Oh, ich kann nicht verticken. Verkaufen. Okay, das haben wir schon mal gemacht hier. Ja. Jetzt schon mal durch. Was ist los? Habe ich jetzt beide kaputt gemacht? Und, ey, bitte. Hallo? Ah, hier rein, oder was? Sieht so aus, ne? Aber das waren die drei Ringe. Na gut. Ja, rauszoomen braucht man auch hier. Ja, dann laufen wir da rein. Du suchst den Wasserfall. Get out the way. Ja,
Gold ist immer gut. Was ist das hier? Der Dolch von Erden. So. Achso, mal verticken. Ja. Ach komm, wir haben nicht gehabt. Schwer. Stahlschulterschutz 18. Ja, kann man mal gucken. Was haben wir da? Der hat's. Bitte rein. Der Mist. Ist bestimmt da rein. Aber wir gucken mal einmal, was war das? Was ist das? Schulter, ne? Schulter? Ja, Schulter. Cool, genau gleich. Ich habe jetzt Nord und das ist Agonia. 2117, Stufe 18. 2117, Stufe 18. Weil der schon ein bisschen verloren hat. Mal den an, gucken wie er aussieht. Haben wir noch Inventar? Was gibt's denn noch? So, Stahl. Na komm, gucken wir später. Oh, ich krieg das auf, wenn da immer was steht. Ach ja, die Kacke. So. Okidoki. Ich würde sagen. Der ist hier eh nicht. Das ist da drin. Hey, untersucht den Wasserfall. Was ist schon wieder los? Leute, das sind übrigens andere wieder. Ich hab euch. Alter, was geht denn hier? Hab ich da nichts von, ne?
Bei meiner Energie kann ich zurück, kann ich runtergehen. Ihr habt noch immer keine Angst? Ich werde euch das Fürchten lehren. Ja, wir haben mal gelohnt, hier hinzurennen. Da sind die alle weg. Aber ein Dankeschön oder so, dass du geholfen hast. Cool. Lohnt sich doch. Da ist auch ein Vieh. Schon geil aus. Schon geil aus. Der hat nichts mehr. Richtig zerpflückt den Typen, ne? Voll viele Sachen gekriegt. Das war richtig gut. Da mach ich jetzt immer mit, wenn da so ein Ding kommt. War ja richtig gut. Weiß aber nicht, ne? Eieiei. Geil. Muss mal gucken, was ich da gleich. Die Zuflucht an Hallenhausen. Versucht den Wasserfall. Ich werde da rein müssen, das hat bestimmt. So, aber. Sau. Ja, wir müssen erstmal da rein. In den Wasserfall. Ja, da brauchen wir auch keine Markierung mehr. Weil wir echt alles untersucht hier an dem. Also mein Messer einfach. Herstellung von Getränken. Ja, sicher. Nicht so ein Stück. Ordentlichen Prostata-Fischlein. So. Was ist das hier? 100 Pro. Muss das hier sein. Ja. Handwerkshalle der Zuflucht am Halalalu-See. Halalalu-See. Aber, ich muss vergessen, sonst rein darf. Das falsch ist. Wenn ich gehe da jetzt eh rein, gucken wir mal, geht das eh rein. Aber als erstes müssen wir erstmal mal abchecken, Charakter. Stufenbelohnung. Verwende Kronenreparaturmaterial, um Ausrüstung sofort vollständig zu reparieren. Okay. Kronenreparaturmaterial. Wenn es eingesetzt wird, bringt diese Reparatur an eure komplette geschickte Rüstung wieder in den Urzustand. Hey, was eine coole Belohnung, Alter.
Das ist einfach 66 Gold, 100 Gold, Alter. Super. Stunde raus. Nee, ne? So, nochmal von Anfang. Charakter. Ja, das ist das. Ein Punkt. Wir machen den in. Oh. Relativ gleich. Ausdauer, weil ich ganz andere Sachen habe. Ja, auch noch ein Leben. Ne? Leben ist immer gut. Überleben ist immer sehr gut. Das jetzt habe ich ja. Ja, doch so ansatzweise. Magika hat auch ein paar Probleme. Ausdauer geht eigentlich bis jetzt. Ja, aber wir lassen mal leben. Leben ist Leben. Ja, dann ist auch mal heile. Los. Nur meine Waffe ist richtig kaputt. Scheiß kaputt. Das ist doch scheiße. Ja, wir müssen unbedingt den Seelenstein einsetzen, damit die Leiste wieder voll wird oder wieder richtig Schaden macht, weil der verliert der Schein. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Waffe kriegen. Der Rest der Fatigue mehr 35. Ja, das ist vielleicht gut. Fertigkeiten. Habe ich alles schon durchgelutscht. Der juckt mich gar nicht. Die ist super. Der juckt mich auch nicht. Gesperrt. Voll. Gesperrt. Den haben wir drin. Den haben wir drin. Den haben wir drin. Der, ja. Nee. Der war voll. Der geht nicht. So, ich bin nicht so richtig. Jetzt hat den Knall nicht so richtig rein, finde ich. Kann jetzt natürlich sein, dass er alles falsch macht. Wenn er keinen Plan hat, aber das gelesen hat. Bis auf die Matten, ja, so ein paar Sachen sind schon ganz cool. Mehr so auf Schutz und Aufbauen wieder, aber. Ach komm, ich bin ja neu fit. Und die wirkbaren Fähigkeiten ist jetzt nicht. Jawohl, ich bin jetzt immer wieder hin. Ultimative Fähigkeit für ich war jetzt auf 27 oder 3. Ja, das kriegen wir gar nicht. Zwei Hände. Der Schlag, das ist hier 2703423. Das ist einfach 5 so. Okay, ist auch schon Stufe 2, trotzdem. Weiß nicht, jetzt noch nicht so wirklich schwere Waffen. Gewährt je nach ausgerüsteter Waffenart andere Boni. Schwerter erhöhen an eurer Magie und Waffenkraft. Äxte, Server. Was hab ich denn? Jetzt hab ich eine Axt, ne? Axt, aber ich würde das Schwert eigentlich eher. Das ist gut. Ich bin auch frei ab jetzt erst wahrscheinlich. 30 ist. Ja, der ist auch was. Okay, den können wir schon mal merken hier, weil da wird eure Magie. Eure Axt erhöht euren kritischen Schaden um 6%, ist schon mal gut. Zwei Waffen, da können wir uns mal drin, da kommt Peter. Schwere Rüstung. Oh, sicherer Stand haben wir freigespielt. Dieses. Oh. Oh.
benötigt 5 Ausrüstungsteile schwerer Ausrüstung. Ihr festigt eure Präsenz, Entschlossenheit, Magie um 17 Liter und um 6000 erhöhen. Das ist echt gut, das ist sehr gut sogar, ja. Ach, warte mal, dann muss ich ja dann wieder einpacken, dann in... Okay. Oh, ja, schwierig. Das muss ich ja dann wieder in meine Dings packen und mein Dings ist voll. Boah, das ist eher so eine passive. Erhöht die Entschlossenheit zu haben. Ist nicht schlecht, muss man sagen. Ist nicht schlecht. Flug und Flug, ja, der ist super. Das ist nämlich gar nicht. Oh, das ist natürlich. Den müssen wir dann ja wieder reinpacken. Oh, da ist mir die eine Attacke zu krass, Alter. Ist mir echt dann. Oh, da muss ich überlegen. Also erstmal, aber das eine hier. Das würde ich gerne machen. Das. Die Wirkung der Fähigkeit des Herzens. Ist das doch. Wirkdauer aller Fähigkeiten um 20%. Hä? Wenn er hier bösartiger Sprung ist, klar. Das ist klar. Den wollte ich nicht. Akonische macht um 2%. War das das, was ich gerade meinte, oder? Was ist das? Ja. Hier, das war das. Schwere Waffen. Das war das, genau. Die wird je nach ausgerüsteter Waffe hat andere Boni. Äxte, Schwerter, genau das war das. Das war das. Zwei Hände. Ja, ja, dann nehmen wir den. Komm. Nehmen wir den. Der ist voll, der ist voll. Zwei Wochen leichter ist, Mutter muss der Schwere kommen. So, na, ist egal. Das ist egal, aber interessiert mich gerade gar nicht. Ich wollte die Schmiedekunst reinmachen. Aber da muss er erstmal ein Level haben, glaube ich, ne? Ja. Und 5. Ja, doch, hier den kannst du machen. Ein bisschen mehr Erz. Weil da ich mir eh noch nicht damit befasst habe, machen wir das. Das ist auch egal. Seelenfalle müssen wir Seelendienst machen. Schwere Rüstung. Ja genau, das war das sichere Stand. Festigt eure... Die Resistenz. Erhöht das. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber... Ja, den passen wir nicht. Waffenerschlag. Ah, das wird es. Der geht erst bei 28. Dann geht jetzt. Komm. Stehen wir morgen noch hier, ey. 200. Ja, hier war halt dieser eine, der war ganz cool, aber ich benutze den ja, nicht so oft. Ja, aber den kann man mal im Hinterkopf behalten. Ja, kann man mal im Hinterkopf behalten. Um,
Ja. Sollten wir mal hinterkommen. Ja. Inventar. Muss ich auch nochmal gucken. Hätte ich gerne nochmal. Genau, Inventar nochmal. Wegen. Boah, Alter, was geht denn hier schon raus? Seelenstein, sehr geil. Ich knall jetzt erstmal auf die Waffe drauf. Wenn jetzt nicht nur eine umsonst gekauft. Praktisch. Azurplasma. Material, das für die Herstellung im Stil der Seelenbarocken. Achso, Reparatur, genau, das können wir auch noch nutzen, ja, später. Ansonsten werden halt Waffen sein, ne? Ja, den Rest haben wir durch. So, Haupthand haben wir. Den können wir einfach tippen. Ja, wir warten noch. Vielleicht kriegen wir echt noch eine. Kriegen wir echt noch eine Waffe. Was ich hab. Boah, Gift. Wie will ich damit anfangen? Kopf. So, jetzt gehen wir hier. Jetzt gehen wir hier an. Was haben wir hier? Stufe 19. Baby, yeah. Ja, da. Sieht das aus. Yeah. Wie cool denn das? Gut, passt sogar besser als die. Die hat maximales Leben 27.662. Okay. Ja, das ist sogar maximale Magika, physische, aber der macht natürlich nichts im neues Leben. 27.600, 2000 Unterschied. Aber hier macht bei maximale Magika, macht der schon 1200. Und da unten ist eigentlich, das ist, da muss man sich entscheiden, Magika, maximales Leben oder Magika. Aber da ich Leben gut unterwegs bin, kann ich den abgeben. Der Stufe 19, der Stufe 16 und der hat Rüstung noch 2,6 und 2,4. Wenn man da nur so ein dünnes Band da drum hat, aber okay. Sollen wir mal so stehen, Leute. Nee. Dann machen wir, dann lassen wir den weg, dann verticken wir den. Mit dem Wert. Ja, ist okay. Ja, hat maximales Leben 2000, das hat der 2000. Nicht ganz 2000. 100. 1000, so. Ja, aber Leben haben wir genug, ich glaube, wir lassen den aber mal noch, wir behalten den noch. Ja, der ist einfach 2,6 auf Rüstung. Einfach besser. Ja, das ist hier, was ich würde das hier. Ja, Kopf haben wir schon mal was Neues. Torso haben wir gleich. Schultern. Stufe 8039. Sorry. Stahl, Schulter. Ah ja, die waren ja gleich. Hau ab, Alter. So, okay. Keine Müll. Ja, hier haben wir nichts. Hände haben wir auch nichts. Beine. Was ist das hier? Schlechter. Gut, dass wir die direkte Vergleich immer rechts haben. Da tue ich selten drauf, aber jetzt langsam schon. Da braucht man gar nicht groß rummachen. Ne, also, da brauchen wir dann überlegen. Füße ist klar. Hals ist auch klar. Ringe haben wir da noch nicht. Gesehen. Hinbringen. Bitte ein maximales Leben mit 844. Ja, da sind wir schon mit 900 bei dem hier. Ja, der kann weg. Okay. Den habe ich ja vielleicht noch so ein Zwiespalt. Wert Ausdauer der hat aber maximal Ausdauer um 827 von 69.
Okay, ach ja, da kann ich ja vergleichen. Maximal Magica, der macht Ausdauer und Innovation. Ja, boah. Schon ein bisschen, ja. Nee, da bleibe ich aber Magiker. Der Ring der Umarmung der Mutter. Ja, komm. Lass mal das erstmal. Ja. Ja, Leute, würde sagen, da haben wir erstmal wieder was, ein bisschen was gekriegt hier. Das Bändchen, das schick aus. Und ne, gut dafür. Oh, das wird verticken, oder? Guck mal, wie schick er ist hier. Mensch. Ehrlich. Nee, jetzt müssen wir noch hier in die Bude rein. Aber da sehen wir uns dann im dritten Teil, würde ich sagen, meine Leute. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Macht's gut.